Servus bei Let's Play Sons of the Forest. So, ich werfe mal eine Runde Gregsuppe hinein. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte nicht anzünden. Ich wollte. Mit der Burnhand. Jo, so viel Essen gibt's nicht gerade retour. Muss ich schon ehrlich sagen. Es gibt einen netten Buff, aber Essen und Trinken. Ich weiß nicht, wie oft das Maus essen kann. Das wird noch interessant. Jutti. Kelvin, wie schaut's aus? Hast du denn alle Baumstämme schon geholt? Hast du schon alles gebracht? Schaut da noch aus. Ich muss jetzt nochmal ins Menü schauen. Einstellungen. Gameplay. Baumregeneration ist eigentlich an. Ein Greg. Ein fetter Greg. Ja, die Verteidigungsmauer scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Okay. Es ist halt ein Irgendwann einmal muss ich die andere Mauer auch fertig machen. Was mich ein bisschen verwundert, sollte nicht da auch ein bisschen ein Buff sein fürs Bäume fällen? Nur so als Frage. Frag für einen Freund. Jetzt flieg endlich um! Klappt ja super! Stimmt, so Stöckchen, die brauche ich. Ruckelt die? Bis jetzt habe ich mehr das Gefühl, dass die Stämme nachwachsen und nicht die Baum. Du ärgerst mich ein bisschen, hä? So ein Stockbaum. Halt da alles auf. Halt den ganzen Verkehr auf. Ah, da kommt Kelvin. Da kommt ja der Kell. Den übersehen? Jo, eigentlich ist man. Gut, jetzt wo er zwei nimmt. Jo, jetzt geben sie Gas. Iwerchi bringt uns schon wieder ein Stöckchen. Dankeschön. Ist so süß. Ich sehe ein Reh. Verdammt. Irgendwann einmal will ich die Tierrüstung auch fertig haben. Ah, waren das noch Zeiten, als man Stöcke dupliz... Ah, Stöcke. Stämme duplizieren konnte. Der ist jetzt aber schnell gegangen. Bringt das doch was?
So, nachdem ist einmal wieder genug. So, genug. Machen wir mit dem Fundament weiter. Ich würde dem vorbeigehen. Ich sage nichts. Ich bin komplett ruhig. Es ist Kelvin. Es ist Kelvin einfach. Ich wünschte, wir könnten die Schnur ein bisschen tiefer hängen, aber es geht nicht, weil sonst haut man die Stämme irgendwo anders hin. Oh Mann, und das. Du fliegst vielleicht wieder runter. Es geht nicht. Das ist ein. Ja, holt aber recht brav. Muss man dazu sagen. So ärgerlich Kelvin auch manchmal ist und so blöd er manchmal auch ist. Aber er holt brav. Er bringt brav, holt brav. Ich will eh nichts von dir. Mach einfach deine Arbeit weiter. Ich frage mich immer noch, wie die Stämme nach oben glätten. Ich meine, ich finde es cool, wie besser ein Punkt, der wieder um einiges besser ist, wie die Seilrutschen bei Forest Ants, die man ja nur in eine Richtung fahren konnte, nach unten. Was manchmal sehr gute Fluchtwege, also von meiner Basis aus, die was ich dort hatte, war das immer ein super Fluchtweg, wie ich noch am Anfang gebaut habe, wo ich mich noch nicht so wirklich verteidigen konnte. Bis ich natürlich auch die Vorteile vom Pfeil und Bogen kennengelernt habe. Aufwärts bitte! Was? Nee! Ist jetzt das Gleiche passiert, oder? Es waren zu viele. Scheiße, Paradeise. Und nur weil Kelvin so ein Idiot ist. Und jetzt nichts mehr weiterkriegt. Ah ja doch, er schafft's wieder mal. Na gut. Voilà. Ja, wie gesagt, das mit den Steinen ist auch ein bisschen eine langwierige Geschichte. Ah, hier gab mir das gerade. Ich überlege wirklich, wie man einen Kelvin am nutzbringendsten einsetzen könnte. Ohne dass ich ihm andauernd Bäume vorfällen muss, dann aber keine raufbringen darf, weil sonst despawnen die alle, bis er es halt drinnen hat. Es ist sowas von fucking nervig. Hi, Virginia. Und da herum ist Bäume fällen auch nicht so prickelnd. Wenn sie ins Wasser fliegen, war es es. So, was haben wir da? Die zweite Wand ist ja schon bald fertig. Juhu! Der Frühling ist fast vorbei, schätze ich mal. Aber wir haben zwei Wände. Ja! Bis zum Winter sind.
Was war das gerade für ein komischer Ritt? Bing! Beiwende fertig. Ich muss schon sagen, sie schauen schon irgendwie cool aus. Und es wird sicher schon Leute geben, die haben sicher schon mit einer Mod, weiß ich nicht, wie viel, eine riesengroße Burg gebaut und das alles. Aber wenn, dann kann es auch noch von außen cool ausschauen. Entschuldigung, dass ich das sagen muss. Aber sie kann nur von außen cool ausschauen. Von innen geht das gar nicht, weil dazu müsste sie ja, müsste man ja einen Steinboden, eine Steindecke. Wie gesagt, ich hoffe, das kommt noch. Ich meine, ganz schlimm für meinen anderen Bau, wo ich echt schon überlegen war, ob ich den nicht oh, nicht anreiß. Na, schlimmer. Ob ich nicht hergehe und das Ganze noch einmal baue, mit Stein schon und allem, habe mich dann aber entschlossen, nein. Und sollte das kommen, mein Bau wird ja drüben doch größer und anders. Also wie gesagt, wenn ich dann. Boah, lauter Kleine. Hey, nimm den jetzt. Wenn ich dann einmal so weit bin, ich habe es dann einmal überlegt, ich bin im vierten Stockwerk oder baue gerade das vierte, ich baue gerade das vierte Stockwerk und die Decke vom fünften Stockwerk. Und habe noch nicht einmal alle Außenwände fertig. Sag ich gleich dazu. Bei einer Steinaußenwand bin ich gerade erst dabei. Da habe ich gerade die ganzen Außenmauern, so diese Rahmen gebaut und mache sie jetzt dicht. Und ja, also noch sehr, ah, wie soll ich sagen, Nase hat gejuckt. Noch ein Jahr beim Aufbau. Schau natürlich, dass ich innen immer gleich alles wegreiße, was ich nicht brauche. Habe aber noch, ja, noch nicht einmal eine Innendekoration gemacht. Nichts in dieser Art. Bin noch voll dabei, erst das Ganze irgendwie. Ja. In der ganzen Struktur vom Grundgerüst her und dann erst mich aufzubauen, habe ich dieses Mal natürlich nicht vergessen, überall Treppen zu setzen. Was ich unbedingt nur im vierten Stock jetzt machen muss, weil sonst kriege ich ein Problem bald. Und das ist ja mit die Zeit realistisch gestellt. Ich glaube, dort bin ich bei Tag 3. Noch nicht weiter. Und der Buff von Greg ist weg. Und ich habe da auch vor, nachdem ich jetzt dann weiß, dass das im Winter geht, möchte ich ja auch im Winter den See mit einbinden. Und ich weiß gar nicht, da ist so viel, was ich noch vorhab. Ganz speziell, also wie gesagt. Wenn ich dann so weit bin, ich komme nicht so dazu, bin aber halt rein aufs Bauen aus. Also wirklich, wir reden dort nur den ganzen Tag hin und her und Bau und wieder Waffe und wieder eine Partie Baumstämme und wieder ein paar Steinchen setzen, die Kelvin dort uns bringt und wieder Bäume fällen und wieder die Seilrutsche entlang. Und dann hinten nach und dann wieder nach oben und dann wieder setzen und planen und überlegen und Statik und ja. Macht Spaß, es ist wirklich zum Entspannen eine super Sache.
Aber ich will hier im Winter, ich weiß nicht, wie lange es dann dauert, bis dort der Winter kommt. Das Einzige, was mir total aufgefallen ist, ich habe die Kannibalen dort natürlich zurückgesetzt, dass nicht so viele sind, nicht so aggressiv, kriege aber kaum Besuch. Also zwei waren es am Tag und das waren eher meistens diese verdreckten Kannibalen. Und ganz selten, also einmal war bis jetzt, glaube ich, ein normaler Kannibale dabei. Also einen Greg zu machen, ist dort ein bisschen mehr Herausforderung. Das wäre das sicher schon. Wobei, wir wissen ja, sie laufen ja normalerweise überall herum. Irgendwo werden wir garantiert anfinden. So, da haben wir wenigstens eine dritte Wand schon. Ah, bin ich stolz. Jetzt können wir ja sicher wieder ein paar Baumstämme nach oben bringen. Eigentlich sollte man da alles irgendwie zubauen. Alles! Alles betonieren, Wald weg. Dann haben die Kannibalen noch nichts mehr, wo sie sich verstecken können. Muss auch dazu sagen, wenn ich mir das jetzt dann so anschaue, drüben im anderen Spielstand, es sieht noch karger aus wie hier. Man glaubt es kaum, aber es geht. Wenn man sich die Wiesen so anschaut, die ist recht karg, da drüben geht's einigermaßen. Aber wenn man da sich das anschaut, das ist ja eigentlich ein Trauerspiel. Aber drüben schaut es wirklich no cargo aus. Dort benutze ich ja wirklich einen Lokschlitten, um die Baumstämme weg zum wenigstens zum Dings zum Bringen zur Seilrutsche. Weil sonst war das. Entweder müsste die Seilrutsche andauernd neu setzen, was eigentlich eh schon. Dort, nachdem er ja so hoch ist, eine Herausforderung ist, die Seilrutsche zu setzen. Und die Wege. Nachdem die Bäume trotzdem irrsinnig weit fliegen. Durch die Länge. Und dann, nachdem er dort die Stümpfe alle entferne, damit ich mit dem Lokschlitten auch schön fahren kann. Die Wege natürlich irrsinnig riesig. Wo ist hier in der Nocha? Also, wie gesagt, das ist ohne einen Lokschlitten unmöglich. Und da habe ich auch einige Sachen herausgefunden für all diejenigen, die vielleicht es wissen wollen. Es gibt ja zwei Lokschlitten. Der kleinere kann, soweit ich weiß, weil ich es noch im Kopf habe, sechs oder sieben Baumstämme tragen. Und der kann nur Baumstämme tragen. Wenn Kelvin jetzt wieder Baumstämme vor oben holt, glaube ich, wäre ihm das erste Mal eine drüber geben. Warum glaube ich, dass der schon wieder die von oben holt? Wow, jawohl, genau so will man das sehen. Und der größere kann 11. Was ich schon sagen muss, eine schöne Zahl ist. Also da geht schon was weiter. Bei Öfe.
Und dann auch Knochen. Ich habe es dann noch nicht probiert, weil drüben eben Knochen und das alles sehr rar gesegnet sind, nachdem ich nicht viel Besuch bekomme. Und vor allem, ich weiß nicht, ob wirklich nur Knochen gehen oder auch Leichen. Das Gespräch. Allah, das Gespräch. Irgendwie strange. Aber ja. Kann man mit den Schlitten Leichen transportieren? Typisches Forest-Gespräch. Also wie gesagt, das weiß ich nicht, ob das gehen würde. Ich weiß nur, nee, komm schon, bam, 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 aber ansonsten, der Große ist doch schon recht cool. Was mich nur interessiert, ja, es müsste gehen eigentlich, weil man ja zwei Totenköpfe braucht. Müsste man, glaube ich, in eine Höhle rennen und sich, wenn man im Peaceful Mode spielt, müsste man, glaube ich, in eine Höhle rein. Da gibt es ja bei gewissen Höhlen gibt es ja Totenköpfe. Also ich glaube, so wäre es möglich, dass man sich auch den Lokschlitten. Ist eigentlich der Grund, warum ich auch drüben nicht im Peaceful Mode spiele. Weil ich einfach gesagt habe, wenn ich dann Laternen mit Schädeln machen will und alles, dann wäre es schon vorteilhaft, wenn die auch zu mir kommen und nicht ich ihnen nachlaufen, in Höhlen laufen muss, Ewigkeiten irgendwo herum, um ein paar Schädel zu finden. Wäre, glaube ich, nicht so spaßig. So. Wie schaut's da unten aus? Er hat noch ein paar. Ah, hallo Virgi. Alles Roger. Alles Roger, alles Rabbit. Ja, das sollte ich vielleicht nicht tun. Haben wir noch ein, zwei Baum um für morgen. Ja, vielleicht kann ich oben auch noch irgendwie Baum umhauen. Trotz allem, vielleicht, dass sie so fallen, dass ich sie, ja. Trotzdem verarbeiten kann. Wird das ja da ein bisschen Arenerei. Alter! Virginia! Das doch nicht machen! Mein Herz! Steht auf einmal neben mir und hat mir ihren Darm ins Gesicht. Ja, bist du echt glaubt, die machen meinen Hosen. So, schauen wir mal. Die müssten halt. Uah. Es ist halt. Werde ich halt so weit dann nachher ruin. Aber das ist halt, ja. Das, was schon immer Forest ausgemacht hat. Bäume schleppen, Bäume tragen. Warum? Don't change a running system. Oder?
Das Einzige, was ich ein bisschen vermisse, weil es mal Orientierungshilfe war, war, früher konnte man sie ein bisschen hervorheben lassen. Das Spiel sie ein bisschen blinkend gemacht hat. Das vermisse ich ein bisschen. Weil es war trotzdem eine Erleichterung, sie manchmal zu finden. Aber es geht. Wir schaffen auch das. Die Sterne habe ich auch nicht genug, bin ich drauf gekommen. Und zacka und zacka. Ich find's cool. Ich vermisse irgendwie meine Bauten aus Forest 1. Die waren auch immer so mit Spielereien bei Bächen, Wasserfällen, wobei Wasserfälle gab es ja da nicht so spektakuläre wie hier. Also der ist schon sehr gut. Da gab es mehr so kleinere, die auch ihren Reiz hatten. Wobei dieser See, also das gefällt mir verdammt gut und wird ein schöner Eingangsbereich, glaube ich. Wird, glaube ich, ein schöner Eingangsbereich. Wenn es so funktioniert, wie ich geplant. Das wissen wir noch nicht. So, bist du ein großer Baum schon? Schauen wir mal. Er ist auf jeden Fall ein Arsch. Na, ich habe mir gerade verschaut. Ich habe mir echt gedacht, das sind jetzt dann fast Pfui, aber na. Das sind nur fast alle La. Erwin! Hier spricht der Boss! Schneller! Oh! Oh, Virgil bringt den Fisch! Lecker, vom Wald heraus, nicht vom See. Danke. Oh, die ist so lieb immer zu uns. Also da könnte sich Kelvin ein Beispiel nehmen. Und die macht es, ohne dass ich ihr was befehlen muss. Die macht das freiwillig. Ich musste nichts dafür tun. Nur Vertrauen aufbauen. Warum vertraust du mir nicht? Gut, ich traue ihm auch nicht. Deswegen kriegt er keine Waffen von mir. Virginia ist lieb, kriegt zwei. Na, steht ihr auf jeden Fall besser, dieser Camouflage-Anzug. Auf jeden Fall. Oh ja. Das Fundament kommt wirklich gut voran. Besser, als ich mir eigentlich gedacht habe. Immer denkt, dass wir mehr Zeit brauchen fürs Fundament. Gut, eigentlich wäre es ja größer, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass man nur längs abbauen kann. Überhaupt, das ist ein bisschen komisch. Man kann Vierecke bauen, muss aber nicht. Man muss aber trotzdem aufpassen, wie man baut. Ja, im Bauspielstand. Ich sag's ganz ehrlich, ich war genervt. Aus mehreren Gründen. Ich habe geplant ein Halbdach. Also
Nicht so aus ganzen Baumstämmen, so wie hier unseres, sehr spitzes Dach, sondern habe ich mir überlegt, nur so ein Halbdach genügt. Ist nicht so steil, rutsche ich nicht runter beim Bauen. War super, doch super cool ausgeschaut. Könnte man so aufs Dach hinaussteigen und da ein bisschen chillen, ohne dass man Angst hat, dass man dann irgendwann runterfliegt. Alles. War super cool. Ein Problem gab es aber. Und zwar die Ecken. Das Haus ist viereckig. Und zwar wirklich viereckig. Genau mal 20 mal 20 Felder groß. Das unterste Stockwerk. Und das ist nur der Anfang. Das war einmal, damit ich mal ein Grundgerüst habe, ob das geht, ob ich mit der Fläche her zusammenkomme, mit den Stützen. Auf jeden Fall wollte ich dann die Ecken gehen, gingen nicht. Das wollte ich mir da eine Konstruktion reinbasteln, dass ich die Ecken zu machen kann, weil mir das einfach nicht gefallen hätte. War dann die Ecken nur rein offen gewesen. Auch wenn es nicht viel war, aber es. Da muss ich schon sagen, da bin ich ein kleiner Monk. Es muss passen. Und geschlossen und muss ausschauen. Ging nicht. Hat beim Bauen keinerlei Probleme gemacht, ja? Bis auf das, dass ich die Ecken nicht zugekriegt habe. Aber ansonsten beim Bau keine Probleme, nichts. Konnte ich alles bauen, konnte ein Stockwerk drüber bauen, ging alles. Ja? Bis ich dann ein Teil, ein Eck, eine Platte, ein ganzes Blatterl rausgenommen habe. Und dann ging das Dach nicht mehr. Es ging nicht mehr zurück. Ich konnte es nicht mehr zurückbauen. Und ich weiß nicht warum und wieso und weshalb. Es war ein ganzes Feld ohne Dach. Habe ich mir das woanders angeschaut, ob es da vielleicht irgendwie mit den Stützen ein Problem gibt. Das kennen wir ja auch. Stützen können ja oft ein Problem sein. Und ist du dann einmal. Hatte ich schon zwei. Jetzt musste ich das ganze Dach in mühseligster Kleinarbeit zerlegen. Um dann mit einem ganzen Baumstamm die Dachschräge zu machen, damit ich kleine Giebel bauen könnte, weil wenn man nämlich ein Halbdach baut und man hat solche Giebel wie der Domann, die macht er nicht zu. Macht er nicht. Also so die Seiten hier, er macht es nicht zu. Kein Interesse. Interessiert das Spiel nicht. Da kann man schon ein bisschen sauer werden. Muss ich ehrlich gestehen. Jetzt musste ich in Kleinarbeit, damit ich keine Baumstämme oder Bretter verliere, jede Dachfläche zwei herausnehmen und dann jede einzelne ersetzen um einen halben Baum. Was war das für ein Psychoangriff? Geht nicht, geht es? So eine gute Taschenlampe ist es nicht. Psycho! Der schlaft nur mehr mit der Waffe in der Hand. Nee, 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 nee. Dies auf keinen Fall. Oh! Die Feuerstelle ist weg und der Greg ist weg.
Ich kann mein Genie nicht aussperren. Ich habe doch nicht allein los mit dem Psychopathen. Wer hat die Knarre? Wer hat die Knarre? Hä? Hä? Wer hat die Knarre? Ja, geh. Geh. Ich schlaf die Nacht nur mit der Puffen. Ein neuer Tag, wir leben noch. Kelvin hat uns nicht... Ja, erwischt. Ja, meine Lieben. In der nächsten Folge wird wieder weitergebaut. Schauen wir mal, werden wir mit dem Fundament kommen, ob wir mit der Wand ein bisschen weiterkommen. Uah. Ja, wie magst du bist, Kelvin. Ich brauche ihn nicht mehr. Und dann schauen wir mal. Ich sage mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss mit dir, ciao mit dir, servus mit Vogelfau. Get down, son!